Ich werde bis Mittwoch das Geld anweisen. Ihr bekommt es detailliert. Ich denke, es werden so realistisch zwischen 2.500 und 3.500 Euro sein. Ja? Wird immer besser. Ich denke, der Oktober wird wieder ein Stück besser. Er weiß auf jeden Fall, binnen der nächsten 18 bis 24 Monate hat er sowieso alles. Danach hat er 3 bis 3.5 Jahre weiter die Gewinnbeteiligung. Ich werde das nie vergessen. Ich würde nie was Negatives tun. Sorry für die Verspätung. In Zukunft ist es immer bis zum 10. Immer bis zum 10. bei euch. Ich brauche die Kontodaten bitte bis morgen. Ey, so machen wir es nur noch. Diesen Monat machen wir Überweisung, ab nächsten Monat werden. Aber worauf warten wir? Das Geschäft liegt hier, lass uns doch loslegen. Ja, aber das erzählt ihr mir seit 8 Wochen. Lass uns loslegen. Hey, wollen wir Geld machen oder wollen wir Geld machen? Als Berichterstatter haben uns immer gewundert, warum wird der Meiner nicht festgenommen? Warum wird er nicht vorher mal festgenommen? Man wusste, was er auf dem Kerbholz hatte. Man hat so lange gewartet, bis ihm die Situation wirklich zu brenzlig war. Schließlich der internationale Haftbefehl kam, aber da war er schon in der Türkei. Erinnert mich an das Casino, Las Vegas, 10. So, 40.000, 7 nehme ich an mich, 33 Geld zu machen in die Kasse. Okay? Nichts riecht so gut wie US-Dollar. Einmal im Monat kommen meine Freunde aus Amerika her, bringen mir ihren Tribut und wir sind noch bessere Freunde. Oder? Ich bin mir auch sicher, dass er weiter aus der Türkei auch Krankenversicherung verkauft hat. Über Mittelsmänner. Das ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Ziele, realistische Ziele. Das realistische Ziel ist es, den größten Finanzvertrieb der Welt zu haben. Ja, ich bedanke mich für das Kommen. Sie haben es auf den Punkt gebracht, was Sie gesagt haben. Das sind gute Ansätze. Schönen Tag noch. Möchtest du ein Leben lang mit mir dein Blut, dein Herz und deine Seele teilen für diese Firma? Und vielen Dank für Ihren Erfolg, denn Ihr Erfolg ist letztlich auch der Erfolg von uns allen. Vielen, vielen Dank. In Kassel stehen 1.000 Angestellte vor der Arbeitslosigkeit. Der Grund? Der Kasseler Versicherungsmakler MEG AG hat heute Insolvenz angemeldet. Naja, es ist auf Pump gelebt worden. Die Versicherungen sind dazu veranlasst worden, Vorschüsse zu bezahlen. Dann war richtig Geld auf dem Konto. Das hätte aber alles erst abgearbeitet werden müssen, bevor es wirklich verdient war. Letzten Endes waren die Vorschüsse sind praktisch Darlehen. Die sind aber, wenn richtig Geld auf dem Konto war, hat man sich wohlgefühlt und es ist alles ausgegeben worden, verbraten worden. Also derzeit wird im Zusammenhang mit der Insolvenz der MEG AG gegen Herrn Göker hier bei der Staatsanwaltschaft Kassel weitere Ermittlungsverfahren geführt, unter anderem wegen des Verdachts der Untreue, der Insolvenzverschleppung und des Verstoßes gegen Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb.
PKV läuft noch immer, ne? Herr Stern? Haben wir vor 5 Jahren gemacht, machen wir noch immer. Immer noch PKV. Ja, klar. Was? Sie machen wieder den PKV. Wir haben wieder angefangen. Und macht riesig Spaß. Ja, alle Versicherer ziehen mit und wollen noch mehr. Okay, ich habe jetzt hier CC-Leads. Ja, CC-Leads, frisch aus Griechenland. Okay, Preis werden wir irgendwo zwischen 30 und 60 Lire liegen. Ja, denke so in der goldenen Mitte, 40, 45. Die verteile ich jetzt als erstes. Die sind von letzter Woche. Schenker. Dragoslav. Ja. Dragoslav. Hier. Die einen können zugucken, wie die anderen Geld verdienen. Cem, wie sieht's aus? Einmal ganz, ja. Umstellung und Arbeit. Worauf warten wir? Ja, auf die Versicherung. Alles klar, danke schön. Numan? Zwei kommen rein. Ja? Und MW ist heute keine. Ist ja fast so wie immer bei dir. Konstant scheiße. Ja? Engin? Eins kommt rein, Umstellungen sind in der Arbeit. Ich kann's, also, das ist mit Behinderten hier zusammenzuarbeiten. Mit Behinderten. Mit Behinderten. Ja, jetzt würde ich gerne der Alte sein und einfach sagen, verpiss dich. Aber ich will's nicht. Ja, liebst würde ich einmal eine reinhauen, damit man's rafft. Wolfgang, wie läuft's bei dir? Diese Woche und nächste Woche wird jetzt alles reinkommen, was die letzten zwei Wochen nicht reingekommen ist. Das heißt, realistisch, wenn wir festhalten, ist es realistisch, dass du die nächsten zwei Wochen 75.000 verdienst. Das erinnert mich an diese eine Szene mit dem, wie hieß denn dieser, Afghane aus Frankfurt, ja, bei Teil 1. Ja. Ahmed Helal Arif. Steh mal kurz auf. Warte, du musst mal kurz aufstehen. Er verdient diesen Monat 70.000 Euro. Er alleine. Warum? Weil er es so tut, wie ich es ihm sage. Nur, weil er es so tut, wie ich es will und wie ich es sage. Die Versicherer haben Mehmet Göker vollgepumpt mit Geld, mit Millionen, mit denen er seinen Ferrari-Fuhrpark finanziert hat und spontane Reisen nach Monte Carlo. Ich bedanke mich heute beim Vertriebsvorstand und Marketingvorstand der Alten Leipziger Verbund Hallesche. Herzlich willkommen, Frank Kettnacker. Sie, lieber Herr Göker, Sie hatten vor 5 Jahren einen Traum. Sie haben sich selbstständig gemacht und haben gesagt, ich will die Nummer 1 in der Versicherungslandschaft werden, ich möchte in die erste Liga aufsteigen. Und liebe Kollegen, bitte nicht despektierlich gemeint, sehen Sie es uns nach, wir hatten die Gunst der ersten Nacht. Wir waren Männer der ersten Stunde, der Geburtsstunde von MEG. Ich freue mich, von der Hallischen Krankenversicherung den Mann, der mir als erster geholfen hat, diese Firma mit aufzubauen, zu begrüßen, Jörg! Das muss man in den Stein hauen. Dieses Ergebnis muss man in den Stein meißeln, meine Damen und Herren. 1 Million MB im Jahre 2007 für die Hallische Krankenversicherung. Die höchste Produktion, die wir je von einem Makler bekommen haben. Vielen Dank, ich verneige mich euch. Danke. Danke. Dankeschön. Ich habe mit der Hallischen in den letzten Jahren, wo ich auch selbst privat versichert bin, fantastische Erfahrungen gemacht. Ja? Mit den Mitarbeitern, fantastische Menschen. Zu den Maklerbetreuern, zu den Regionalleitern, Direktoren, habe ich heute noch einen super Kontakt. Ja? Ich habe zu Leuten aus der juristischen Abteilung der Hallischen, die waren in unserem Kinofilm waren die. Ja? Die haben gesagt, fantastischer Film. Und so habe ich die MEG kennengelernt und so möchte ich die MEG AG für die nächsten 25 Jahre als ihr Flankenläufer weiter begleiten. Die Chance meines Lebens ist...
Kein Versicherer hat bis heute einen Cent Anspruch gegen mich gemeldet. Vor Gericht, ja, aber nicht persönlich. Es gab keine Post, in der ich aufgefordert wurde, bitte überweisen Sie an uns x Euro. Ich rufe da nicht an und sage, hey Leute, habt ihr mich vergessen? Ihr kriegt noch eine Mille von mir. Ja? Wenn Sie es nicht wollen, wollen Sie es nicht. Die Krankenversicherer haben Angst vor Mehmet Göker, weil Mehmet Göker erstens viel weiß, weitaus mehr, als er bisher schon erzählt hat. Und zweitens, weil sie nicht mehr so einen wie Mehmet Göker haben wollen. Nicht dafür geboren, um alle frustrierten Menschen auf die Sonnenseite der Welt zu holen. Man muss schon selbst ein paar Schritte gehen können. Ich wohne 300 Meter vom Ozean weg, ja, an der Ägäis. Ja, ich habe meine Privatresidenz, ich habe meine Ruhe. Bis vor 6-7 Monaten, ja, konnte ich hinreisen, wo ich wollte. Jetzt bin ich ein bisschen eingeschränkter, aber auch das wird sich in 3-4 Monaten ergeben und aufheben. Ja, und ansonsten, wenn mir was fehlt, ist das deutsche Kino, eine Currywurst, ja, und der Weihnachtsmarkt, ne? Und wenn dann irgendein Vollidiot kommt und mir erzählen will, ja, Mensch, der drückt ja, ja, wissen Sie, als ob irgendjemand freiwillig für etwas, was er nicht getan hat oder auch sei es denn getan hat, sagen würde, okay, komm, ich akzeptiere jetzt mal eine Strafe, in welcher Höhe auch immer, ja? Wenn man die Möglichkeit hat, diese Strafe zu umgehen, gerade weil sie unberechtigt ist, unberechtigt, ja, dann entgeht man ihr mit allen Mitteln. Ja, und bei meinem Toppel geht es ausschließlich nur noch um die Karriere. Ja, der ist doch verbittert. Was soll er denn machen? Seit 6,5 Jahren wie so ein Geist hinter mir her. Ja, der steht mit mir auf, der geht mit mir ins Bett. Wahrscheinlich hat er schon so eine Voodoo-Puppe vor mir angelegt. Da sticht er den ganzen Tag rein. Was ist mit dem Boot, was ich kaufen wollte, dieses Speedboot? Hast du es einmal erkundigt? Ja, das Boot soll bitte auf den Namen Töppel One zugelassen werden, ja? Oder die Töppel? Das suchen wir noch raus. Fakt ist, dass er sich in Deutschland nicht mehr blicken lassen kann. Sobald er deutschen Boden betritt oder auch nur EU-Boden betritt, würde sofort der Haftbefehl greifen und er würde erstmal zumindest in Untersuchungshaft kommen. Es war so, dass ich ja von Anfang an einen Vollstreckungstitel gegen Herrn Göker hatte. Wo ist denn die Akte Göker? Bei MEG oder bei Göker? Er hatte ja auf Druck des Aufsichtsrats einen Darlehensvertrag unterschrieben und auch eine persönliche Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung erklärt. Ich hatte also einen Vollstreckungstitel über einen 7-stelligen Betrag gegen Herrn Göker. Ja, mir sind die ganzen Kontoauszüge. Ich wusste, dass er von dem Geld, was er in der MEG AG entnommen hat, sich in der Türkei private Wohnungen gekauft hatte, so eine Wohnanlage dort. Und habe dann versucht, mit diesem Vollstreckungstitel etwas zu bewirken. Ich habe dafür ein Anwaltsbüro in Istanbul eingeschaltet. Und die haben sich die Grundbücher angeguckt in Izmir und haben festgestellt, dass alle Wohnungen bis über den Schornstein belastet sind. Neu gebaut. Hier baut das Ramada jetzt sein Hotel hin. Hilton hat jetzt eröffnet im Sommer. Swiss überlegt. Gibt eine Menge Möglichkeiten. Ich habe auch überlegt, hier in den Bau, in die Baubranche einzusteigen. Achtung!
Das war hervorragend, oder? Jetzt wieder Geld? Schnell. Oder hast du kein Geld? Wie geht es mit dem Prozess weiter gerade aktuell? Vor 4 Monaten wurde Anklage erhoben. Es ist laut meinem Anwalt absolut nicht nachvollziehbar, warum ein Richter 4 Monate, mittlerweile 5 Monate, 5 Monate sich Zeit lässt, Anklage zuzulassen, zurückzuweisen oder abzulehnen. Kann es nicht nachvollziehen, aber vielleicht ist die Anklage nicht so wasserdicht, wie man dachte. Da sein. Das ist dieses Zittern vor dem Meeting. Der Göker kommt, dann kommen alle langsam die Treppen hoch. Holt ihr alle zusammen bitte zum Meeting? Ja, 5 Minuten. Guckst du. Uns juckt das nicht. Ja, wir sind autark. Bei Wanderin ist richtig. Manuel, 4 Stück heute. Ich war erstmal auf den 15. Platz. Ich hab es auf meinem alten Handy noch. Ich habe nämlich immer die Tafel fotografiert, da kann man es zeigen, wo ich in den ersten 2 Wochen von 15. auf den 8. Platz gestiegen bin und vom 8. 6 Wochen später auf den 1. und dann immer da auch geblieben bin. Monat für Monat, ja, bis ich gegangen bin. Neuer Rekord hat noch keiner geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Vier Aufträge reingeholt, das ist wirklich Wahnsinn, extra klasse, sauber, ja. Also, er macht Öffnung, macht der Farid allgemein, dann kommt der Jenker, dann kommen die Jungs, die ich dann verbal vergewaltigen werde, ich freue mich schon drauf, ja. Nicht über unser Produkt reden, sondern über uns, ja, und über unsere Zukunft, dass wir hier weiter gemeinsam jetzt nochmal schön angreifen, ja, okay. Ich ergreife einfach mal das Wort. Bei der Vorstellung interessiert mich, bei den 9, die heute Abend hier sind, warum bist du hier? Warum sollten wir uns für dich entscheiden? Warum bist du für uns der Richtige? Und wie stellst du dir eine zukünftige Zusammenarbeit vor? Servus, Salam Aleikum, Evelyn Türkoğlu mein Name, bin 32 Jahre alt, komme in der Nähe aus Hannover, aus einem kleinen Dorf, hab Zimmermama gelernt. Ich hab Zimmermama gelernt. Ja. Ich bin hier, um in der Familie MEG einen Platz zu finden, um hier zu bleiben, um mit dieser Familie groß zu werden, um mehr zu lernen und einfach zu wachsen, groß und erfolgreich zu werden. Hallo alle zusammen, mein Name ist Manuel Oelger. Ich bin jetzt mittlerweile im 8. Jahr im Vertrieb und bin vor circa 2 Monate war ich mal hier für eine Woche, habe mir das Ganze mal hier angeguckt mit der MEG und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so etwas gesehen, wie es hier gibt. Und als ich dann zurückgekommen bin, nach einer Woche, wieder nach Deutschland, da habe ich mir gedacht, was mache ich hier? Ja, das Leben kann viel schöner sein mit der Zusammenarbeit von MEG. Und Manuel, vielen, vielen lieben Dank, ja, für diese einzigartigen Worte. Früher wäre ich jetzt nach vorne gekommen, hätte dir einen Ring hingehalten und mich vor dir niedergekniet. Heute mache ich das nicht. Bedanke mich für diese tollen Worte. Dankeschön. Bitte. Wunderschön. Dann kam ein früherer Mitarbeiter von Herrn Göker, der mit ihm zusammen lange Zeit auch in der Türkei dann war und der sich von Herrn Göker aus irgendwelchen Gründen im Stich gelassen fühlte,
Und der hat mich angerufen und gefragt, ob er mit irgendwelchen Aussagen mir helfen könne. Und dann habe ich gesagt, er soll mal vorbeikommen, dann haben wir uns unterhalten. Und das, was er zu sagen hatte, war eigentlich so interessant, dass ich ihn dazu gebracht habe, mit mir zusammen zu dem zuständigen Staatsanwalt hier beim Amtsgericht Kassel zu gehen. Und dort hat er eine hochoffizielle Aussage gemacht. Wesentlicher Inhalt dieser Aussage war, dass er eines Morgens von Herrn Göker geweckt worden ist und ihm gesagt worden ist, komm, wir gehen zum Notar. Und dass dann für ihn Grundschulden eingetragen wurden auf diesen Wohnungen, obwohl er überhaupt keine Forderungen gegen Göker hatte. So, bitte kurz zuhören. Leute, wie kann es sein, dass der Kunde Gleichmann, ja, seit 4 Wochen erledigt ist und wir die Rechnung nicht rausholen? Das war einer der ersten Kunden, die ich damals auf meinem Tisch hatte, wo ich angefangen habe. Ne? Alles klar, ist gut. Ist das nicht wo ist Gleichmann? Und dann hat Alpay das aus der Excel-Tabelle rausgezogen, Antrag auch. Hat da. Okay, wo ist jetzt? Wo ist Gleichmann? Wo ist der Antrag? Ich will, dass die drei rausgehen. Heute! 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 Wenn man sich um jeden Scheiß selbst kümmert. Wenn man gute Leute einstellen würde, müsste man sich nicht um diesen Mist kümmern. Ja? Aber die guten Leute wachsen in Kuscheln, das dauert dann nun mal nicht auf den Bäumen. Ja, so lange dauert das noch gar nicht. Dieses Ermittlungsverfahren war einige Jahre anhängig bei den Ermittlungsbehörden, Polizei und Staatsanwaltschaft. Ist dann im April 2013 hier zum Landgericht gekommen. Dann waren bis zum November Stellungnahmefrist für die Verteidigung da. Dann ist eine umfangreiche Stellungnahme der Verteidigung eingegangen. Man muss auch berücksichtigen, dieses Verfahren umfasst 17 Bände, Hauptakte sowie mehrere Umzugskisten, Ordner, Leitsordner. Das muss alles gesichtet und verarbeitet werden. Es kann auch sein, dass die Kammer noch weitere Unterlagen benötigt. Es ist in der Zwischenzeit einiges auch noch geschehen. Schön ist es natürlich, wenn diese Dinge schnell vonstatten gehen, aber das ist noch ein normales, übliche Verfahrensdauer hier in dem vorliegenden Fall. Einen Justizskandal sehe ich auch nicht ansatzweise hier. Auf der anderen Seite liegen natürlich Anklagen gegen ihn schon seit 2 Jahren bei Gericht. Das ist die andere Seite der Medaille oder ein weiterer Skandal. Die Kasseler Justiz ist so überlastet offenbar, hat zu wenig Leute, zumindest in der Wirtschaftsstrafkammer, dass Anklagen dort jahrelang liegen, ohne dass man sich entscheidet, ja, mal eine Entscheidung zu treffen. Bei uns geht es um Datensätze, die völlig wertlos sind. Völlig wertlos, ja. Ich wünschte, ich hätte irgendwas von dem Pharaon, ja, das wert hätte. Aber ich hab's nicht, ich habe leider nur altes Papier. Und ja, und das Gericht hat uns mitgeteilt, dass es andere Prioritäten gibt als ein Datensatzverfahren, wo es um Papier geht. Man sieht keine Eile in dem Verfahren. Gut für Sie? Nee, nicht gut für mich. Gut für mich ist, die Anklage wird abgelehnt, ja, oder es kommt zu einem Verfahren und ich kriege endlich meinen verdienten Freispruch. Das ist gut für mich. Ja? Warten ist nicht gut. Wir haben jetzt hier in den ersten 8 Wochen gestern darüber geredet. Manuel hat in den ersten 8 Wochen verdient wie viel? 95.000. 95.000 in 8 Wochen. 95.000 in 8 Wochen. Okay? Auf Papier habe ich verdient einmal 72.000, einmal 30, 40, 50.000. Immer so im hohen fünfstelligen Bereich. Ja, auch mal 84.000. Also sehr hohe Beträge. Ausgezahlt worden ist zwischen 5.000 und 10.000. Lire.
Lira. Das ist. Ja. Eins ist einfach Fakt. Die große Kohle kannst du da nicht holen. Das ist einfach Fakt. Ich habe so viele Rookie-Freunde von mir, die hätten auch Geld bekommen müssen. 10.000 Euro, 12.000 Euro. Die sind alle mit 0 Euro wieder zurück. Gar nichts. Die Leute kommen dahin, gehen davon aus, dass da schöne Autos gefahren werden, dass alle eine Rolex an der Hand haben, dass alle gut Geld verdienen und keine Ahnung was. Ja, und dann kommen die da rein und fahren die mit einem Fiat-Kastenwagen, ja, wo alle reingestopft werden, ja, mit 5, 6 Mann, ja, vielleicht nur einer im Kofferraum sitzt, damit die nur zur Arbeit kommen. Ja, und dann fahren die wieder, fliegen die wieder nach Hause, weil die dann sehen, das ist alles nur Blenderei. So. Hallo Fabian, ich grüße dich mit Göker-Apparat. Jawohl, ich bin's, der Echte. Wir laden dich ein, wir haben einen sehr positiven Eindruck von dir. Du kommst hierher, buchst dir ein Ticket, kommst nach Izmir von Frankfurt aus. Ja, wir holen dich am Flughafen ab, Unterkunft gehört gestellt, du musst dich um nichts kümmern. Alles klar, Fabian. Schönen Tag noch, tschüss. Es bewerben sich ca. 10 Personen am Tag. Ohne Werbung. 10 am Tag, 300 im Monat, 300.000 im Jahr. Nur über Facebook. Mittlerweile 20.000 Follower. Hallo Frau Günesch, Göker-Apparat, ich grüße Sie. Okay, La Art, in Ihrer Bewerbung war es ein bisschen anders beschrieben, ne? Da hatten Sie geschrieben, wenn Sie sagen ja, springe ich ins Flugzeug und komme. Schreiben Sie immer Schwachsinn bei Bewerbungen und lügen andere Menschen an? Verstehen Sie, ich werde Menschen wie Sie nie verstehen. Für mich sind Sie alles Schwätzer. Meine Fresse, ey. Also, bitte, bitte rufen Sie an. Bitte nehmen Sie mich. Bitte, bitte. Und ich habe eine hervorragende Anwältin in der Türkei gefunden, die sehr engagiert an dieses Thema drangegangen ist. Und Göker wusste nun, dass diese Grundschulden nichts mehr wert waren und er musste jetzt was anderes machen. Und in dem Zeitpunkt, als er diese Grundschulden hat löschen lassen, war meine Anwältin beim Grundbuchamt und hat das gesehen und hat sofort für mich Sicherungshypotheken eingetragen. Dr. Westhelle ist einfach ein Profi. Er ist Profi, er macht seinen Job, den macht er verdammt gut und da scheut er auch nicht vor Tricks zurück und Kniffen. Wenn der Mann hier den Herrn Göker nicht verpfiffen hätte, auf Deutsch gesagt, ich hätte die Sache eigentlich schon abgeschlossen. Dann hat er eine bessere Position gehabt durch Fehler. Na, Fehler kann man nicht sagen, es war nicht mein Verschulden, aber durch... durch Fahrlässigkeit meinerseits. Und nur durch diesen Umstand, dass der Mann hier geredet hat, was Herrn Göker irgendwie zugekommen ist, sah er sich gezwungen, diese Grundschulden, die für diesen Mann eingetragen waren, zu ändern. Wir haben uns gar nicht auf 230.000 Euro. Und er hatte auch Schwierigkeiten, die 200.000 Euro zu bezahlen. Also er stand erheblich unter Druck. Rechnungen müssen raus. Ja. Rechnungen müssen raus. Rechnungen müssen raus. Darf ich mal die Summen sehen, bitte? Wie viel ist raus? Kann ich die Summe sehen? Also die raus ist heute ist von Hess. Aber das war doch schon gestern fertig, nein, oder nicht? Nein, die war falsch. Das hier. Ja, also ist hier heute noch mal raus. Ja. Ist heute raus und wird es noch mal. Wie viel? 800 Euro. Hier ist keine Rechnung dabei. Genau. 6, 3, 4. Raus komplett. Okay, und die drei gehen jetzt raus? Die hast du mir hingelegt, ne? Das Löffel, die geht auch raus, ne? Dann muss ja auch was. Nach seiner Information gehen jetzt diese beiden sowieso. QS durchgeballert, hier. Genau. QS. Hey, was ist jetzt hiermit?
Das ist ein neuer. Ja, geht. Also er geht nicht raus. Der lag unter dem hier, deswegen habe ich gedacht, dass das ist einer von den neuen, den ich hier mit der 24 bin. Hallo, ganz kurz. Kann er jetzt eine Rechnung raus? Ja oder nein? Kann nicht. Nein. Okay, also das heißt, wir hatten heute drei Stück. Zwei, weil eines ist ja von gestern. Normalerweise wären es drei mehr gewesen, ja. Aber die QS erreiche ich nicht. Das ist einfach zu wenig. Ja. Aber ist egal, ne? Nein, ist nicht egal. Nein, okay. Quatsch. Mann, ich brauche dich kurz, bitte. Ich brauche dich. Komm sofort. Wir haben 270.000 und Vorlauf 3. Ja. Kriegen kannst du mit dir, ich brauche bis morgen konkret, weil du willst auch dein Geld. Ja. Ja? Ich muss, ich weiß, ja. Ich bin an einem Punkt, ich weiß nicht mehr, wo ich das Geld nehmen soll. Ja. Ich weiß, ich kann es nicht. Ja. Ich kann es nicht, ich habe es nicht. Ja. Ja? Ich kann ja, ich kann jetzt eine Bank ausrauben oder wir können hier morgen zumachen. Ich kriege es nicht hin. So. Dann machen wir jetzt hier. In 10 Minuten zum Abschlussmeeting, dann geht's ab nach Hause. Charlotte, ja. Meeting, Säcke so umgeht's. Okay. Guten Tag, Öger hier von der KSG-Gruppe. Habe ich jetzt gerade Frau Hoffmann am Telefon? Super, mein Kollege hatte mich darum gebeten, Sie nochmal zu kontaktieren, da Sie noch einige Fragen hatten zu der Auftragserteilung. Ich öffne Sie mal nochmal kurz. Wir können ja Ihren Monatsbeitrag reduzieren. Sie haben ja einen sehr hohen Monatsbeitrag, Sie zahlen ja ca. 560 Euro jeden Monat. Und sind seit 1998 bei der Conti versichert. So, ich öffne das mal. Gut. Ich muss ehrlich sagen, privat, was ich mit den Mehmet Göker erlebt habe, bin ich Ihnen sehr dankbar. Also, was wir alles zusammen gemacht haben, war wirklich eine sehr schöne Zeit. Ja. Ich habe den wie mein großer Bruder gesehen. Okay. Und kann da nichts Schlechtes über ihn sagen. Ja, doch. Geschäftlich gesehen. Finanziell gesehen und so weiter. Ja, da, katastrophal. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, diese Gelder, die ich hier in der Firma reinbringe, ja, ich mache das lieber für mich selber ab 100%. Genau. Nee, perfekt, wunderbar. So, und dann bin ich da gegangen und das Geschäft läuft, auf jeden Fall. Ich weiß selber, dass es gibt aktuell ca. 50 Gesellschaften auf dem Markt, die das machen. Ja? Und viele schnuppern erst gerade rein, die kennen das Potenzial noch nicht. Ich habe das Potenzial 100% kennengelernt, beim eigenen Leib. Und deswegen kenne ich, weiß ich, was man da holen kann und konzentriere mich sehr darauf. Also, es gibt manche Kollegen von mir, die diese Tarifoptimierer so als Repräsentanten des Verbraucherschutzes verstehen. Ich sehe es anders. Also auch hier gibt es klare Geldinteressen, nämlich ein gutes Honorar zu beziehen. Das drängt eigentlich den Versicherten dazu, umso besser darauf zu gucken, was ihm da eigentlich genau angedreht wird. Okay. Schickst du dir jetzt? Schickst du jetzt rüber? Okay. Jacob? Ja. Wolle? Ja. Nazi? Ja. Adler? Ja. Ficken? Ich war sehr irritiert, dass Dumm und Dümmer bei Numan heute zugehört haben, beim schlechtesten Vertriebler, den wir hier haben, wenn 30 Leute fast hier sind, da denke ich mir noch, ihr beiden müsst einfach behindert sein. Ihr müsst konzentrierter arbeiten. Das ist ja wohl ein Bild der Jämmerlichkeit, was heute hier war. Mit allem wird sich beschäftigt, nur nicht mit dem Job. Konzentriert euch. Weißt du, warum du dich konzentrieren musst? Weil du es kannst. Das, was du im Moment zeigst, ist nicht das, was du bist. Du musst das ändern. Dragoslav. Bleibt so, wie es ist. Warum, Dragoslav? Haben wir heute einen Bequemlichkeitstag gehabt? Nein, Kunden nicht erreicht. Wie bitte? Kunden nicht erreicht. Also hast du heute keinen Kunden erreicht? Doch, auf jeden Fall. Aber du hast doch gerade gesagt, Kunden nicht erreicht. Den Kunden, den ich umstellen sollte. Mein Gott, ey. Ich habe ihn nicht erreicht, ja. Hätte ich ihn erreicht. Auch macht nichts. Auch für deine geistige Behinderung. Die ist grenzenlos. Ja, das stellen wir nicht erst seit heute fest. Ich bin am längsten da. Ja, ich bin am kürzesten da. Wo kommst du her?
Grenze Venlo. Ja, Nettetal. Ja. Scheiß, ob Sie das kennen. Ich bin hier, weil ich einfach zu der Elite, also zu dieser Eliteneinheit hier dazugehören möchte. Und ich hier wirklich nur das Beste vom Besten lernen möchte. Man muss auch kritikfähig sein hier, auf jeden Fall. Also, wenn man keine Kritik hier einstecken kann, ist man falsch am Platz. Man wird hier wirklich geschliffen vom Feinsten. Ich weiß, warum er mich heute zum Beispiel mir diese Kritik gegeben hat. Damit ich am nächsten Tag aufstehe und es besser mache. Alles, was er tut, meint er mit einem Gut. Ja, weil er hat mir einmal gesagt, nach dem Meeting, Mensch, ich mach das mit dir, weil ich weiß, in dir steckt viel mehr drin. Ich weiß, da steckt viel mehr drin und ich versuche das aus dir rauszuholen. Ich lock dich aus deinen Reserven raus. Du hast eine Grenze und diese Grenze musst du auch noch brechen. Dann wirst du eine Maschine. Ich bin für immer mit dir, sonst wäre ich nicht hier. Ich liebe diesen Mann. Ja. İki tane koy bana Zeki. İki tane koy. Bir sol sobanı dur lütfen. Bir zahmet. Tamam. Dann sagen auch Leute, dass bei ihnen mit einer falschen Dialer-Nummer, mit deutscher Vorwahl eingewählt wird. Sprich jetzt eine Hamburger oder Münchner. Eine Hamburger Nummer. Ja, aber weil es da nichts Schlimmes. Das ist nicht falsch. Ich telefoniere mit der Nummer von dem Versicherungsmakler, mit dem wir arbeiten. Wer das ist, spielt keine Rolle. Also er hatte einen Strohmann. Was heißt Strohmann? Er hatte einen Geschäftspartner in Deutschland. Wie heißt der? Das war die Firma Life Management. Ja, und mit denen arbeitet er zusammen. Und darüber sollten wir dann, jeder hat einen anderen Namen bekommen. Und haben dann die Kunden angerufen durch diesen Datensätzen, die er hatte. Und wir mussten uns mit Life Management melden. Ja? Firma Life Management. Darüber sollten wir uns melden. Und durften nicht MEG sagen. Warum müssen Vermittler bei Ihnen einen Alias-Namen tragen? Tragen Sie nicht. Wer das sagt, wer das behauptet, lügt. Muss keiner. Stimmt nicht. Wenn du dann in den Vertrieb umgestiegen bist, war das dann halt so, solltest du dir einen anderen Namen ausdenken. Also nicht mit dem. Weil er gesagt hat, wenn du dich mit deinem türkischen Namen meldest oder sowas, dann ist es, das schreckt einige Leute in Deutschland halt ab. Die sagen sich, na okay, mit Migranten oder allgemein mit Ausländern mache ich ungern Geschäfte. Und deswegen, die Leute, die eine gute Aussprache hatten, haben sich dann einen Namen einfallen lassen, Müller, und haben sich dann so gemeldet und haben dann so die PKVs verkauft. Nein, Schwachsinn. Absoluter Quatsch. Die waren ja in irgendeiner Scheinwelt drin. Das heißt, wenn du da reinkommst, dann bist du ja erstmal sowieso. Er sagt, du hast einen neuen Namen. Oder beziehungsweise, wenn du telefonierst, musst du dich mit einem anderen Namen nennen. Das heißt, du bist ja automatisch dann direkt in der Scheinwelt. Weil du fängst ja an, das Lügen an. Du meldest dich ja nicht mit deinem richtigen Namen. Also nochmal, wenn einer das hier getan hat, dann ohne mein Wissen. Hat Mehmet Gürkan sich immer mit dem richtigen Namen gemeldet? Nein, nein, also nie. Er hat die Anrufe, die ich mitbekommen habe, hat er halt immer wirklich nicht mit seinem wahren Namen getätigt. Hat er immer einen anderen Fake-Namen benutzt. Nur an dem Tag, wo er, glaube ich, mit irgendwelchen Vorständen telefoniert hat, hat er gesagt, ja, hier ist der Göker, kannst du mich mal bitte verbinden und zack. Aber bei allen anderen Anrufen, wo er uns das auch gezeigt hat, wo er PKVs verkauft hat, hat er auch den Namen Ritter, glaube ich, meistens immer verwendet. Okay.
Was sich in diesen Jahren als Unternehmer gewandelt hat, ist, dass ich, darauf bin ich stolz, für viele, viele Hunderttausende, wenn nicht Millionen Immigranten in Deutschland ein Vorbild bin. Chef, kommst du noch runter, guten Morgen sagen, oder? Weil diese Menschen wissen, der Türke hat was geschaffen, legal, ohne Verbrechen, ohne Drogenhandel, ohne Kriminalität. Hier sind Massen geflossen. Ich habe aus der Türkei geschrieben, 300.000 MB in einem Jahr. Das ist eine Wahnsinnssumme. Aus der Türkei? Das schafft keine Firma in Deutschland. Ja, der Axel, die alte Leipziger, hier haben wir eine Tabelle. Ja, 2011 habe ich alleine 118.563 MB geschrieben. Da 2010, 2011, 2012, 2013. Ja? Ja, die Hanso Merkur nimmt doch schnell an, ruckzuck. Ist mir doch egal, wie das Geld zu mir kommt. Es kommt. Es kommt von der Conti, es kommt von der Hanso Merkur, es kommt von der AXA, es kommt von der Halischen, es kommt von allen. Die haben doch überhaupt keine Möglichkeit, das Geschäft zu kontrollieren. Wie soll das denn gehen? Ich habe doch nie mit denen direkt zusammengearbeitet. Gab doch nie einen Vertrag Gökhan Hanso Merkur. Über Dritte. Umsatz ist immer noch die wichtigste Kennzahl bei allen Versicherern, ob in der PKV oder in anderen Branchen. Von daher werden so Leute wie Göker eigentlich immer noch offene Türen einrennen bei den Versicherern. Das Schönste ist es, nachts sich ins Bett zu legen und einfach den nächsten Tag leben zu dürfen. Das Negative ist, da ich auch keinen Vater habe, dass man einen immensen Druck hat. Wann hat das ein Ende? Ich weiß nicht. Manchmal stelle ich mir eine Frage. Wer motiviert mich?